Gut, ja, also herzlich willkommen zum Catch-Unit-Test-Framework-Vortrag. Mein Name ist Jochen Topf, ich bin selbstständiger Softwareentwickler, seit vielen Jahren schon in den letzten Jahren sehr stark auf C++ fokussiert, aber ich habe auch schon viele andere Sachen gemacht, in vielen anderen Programmiersprachen gearbeitet, habe auch als Sysadmin früher mal gearbeitet und so weiter. Und bin in letzter Zeit hauptsächlich eben C++-Programmierung, hauptsächlich Geodatenumfeld, insbesondere für OpenStreetMap aktiv. Ja, genau. Und es soll diesmal gehen um das Catch Header-Only Unit-Test-Framework, mit dem ich selber nichts zu tun habe. Ich habe das nicht entwickelt oder irgend sowas. Es gibt irgendwie, ich habe mal ein Issue aufgemacht oder so, aber ansonsten habe ich da mit den Innereien nichts zu tun. Ich benutze es einfach seit ein paar Jahren inzwischen und habe halt einfach so ein bisschen Erfahrung damit gesammelt und dachte, ich erzähle mal was über Catch selber und dann eben was, was so ein bisschen meine Erfahrung ist, wo ich Probleme damit hatte oder eben nicht und was ich gut oder schlecht finde. Und ja, hoffe, dass so ein bisschen Erfahrung da vielleicht interessant für euch ist. Wenn Fragen sind, könnt ihr gerne, Runde ist klein genug, einfach reinschreien und ich gehe entweder darauf ein oder werde dann sagen, kommt eh noch in einer späteren Folie oder so. Ja, los geht's eigentlich ganz einfach. Man geht zu dieser GitHub-Seite, da ist ein Link, lädt sich eine Datei runter, catch.hpp. Und tut die irgendwo in seinen Include-Pfad, in seinem Projekt rein. Entweder man tut es in das Projekt mit rein, in das Repository und so weiter. So mache ich das normalerweise. Ich habe halt einfach die Catch-Kopie da drin und ab und zu gucke ich mal, ob es eine neue Version gibt. Aber man kann das natürlich auch irgendwo in einen generelleren Pfad installieren, wenn man das möchte. Und so sieht es dann aus, dass ich es benutze. Einfach mal so ein Beispiel, ein sehr simples Beispiel zugegebenermaßen. Als allererstes brauche ich einen mal diese Include-Anweisung, die mir halt dieses Catch-HPP reinholt. Und dann habe ich jetzt hier einen Test-Case geschrieben. Den Test-Case gibt es dieses Test-Case-Makro dafür. Und das macht hier einen Scope auf. Ne, in geschweiften Klammern habe ich einen ganz normalen, eigentlich ganz normalen C++-Scope, wo ich dann meine Tests drin schreibe. Und was man hier noch sieht, ist, dass der Test einen Namen hat. Das kann ein ganz beliebiger Name sein, das ist ein String, nicht wie bei vielen anderen Frameworks, wo ich irgendwie einen Klassennamen dafür brauche, also irgendwas, was wie ein Klassenname aussieht oder sowas, sondern es ist ein beliebiger String und Catch kümmert sich darum, da die richtige Magie zu machen. Und als nächstes habe ich dann halt in meinem Test die üblichen Anweisungen, um irgendwas zu checken. Ja, also in dem Fall gucke ich, ob 1 gleich 1 ist, bisschen langweilig, oder 2 größer 1 ist, das geht natürlich beides gut oder sollte hoffentlich gut gehen. Aber so sehen dann meine Anweisungen hier aus. Und so ein bisschen vereinfacht habe ich es, was man jetzt auch noch braucht. Einmal in einer C++, also einer CPP-Datei, muss man dieses Define-Catch-Config-Main definieren. Das sagt dem Catch, dass er eine Main-Funktion bauen soll, sodass man dann hinterher wirklich ein Binary rausbekommt. Das heißt, man kann ruhig 50 verschiedene Dateien haben, kann es alles aufbauen, wie man möchte. In genau einer muss man, bevor man Catch-HPP included, diese Define reinmachen und ist dann versorgt sozusagen. Dieser Test-Runner, der dadurch kreiert wird, wie gesagt, ne, also einmal in einer CPP-Datei das definieren, dann habe ich diese Main-Funktion, das ist optional. Ich kann das auch weglassen. Kann meine eigene Main-Funktion schreiben, kann daraus dann Catch aufrufen. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Ich habe das alles nie ausprobiert, weil für mich hat das funktioniert mit dem vordefinierten Catch-Runner, aber wenn man das irgendwo in irgendeine andere Sache, in einen größeren Kontext einbinden will, dann kann man das auch so machen, dass man das alles von Hand auslöst sozusagen. Der Standard-Test-Runner, der da dabei ist, der in diesem Main drin ist, der kann eine ganze Menge, der gibt mir Kommandozeilenoptionen, wenn ich sagen kann, welche Tests will ich überhaupt laufen lassen. Per Default lässt er alle laufen. Ich kann aber auch sagen, nur die Tests, die bestimmten Namen haben oder bestimmte Tags, da komme ich nachher noch drauf, wie das geht. Man kann verschiedene Varianten angeben, kann sagen, ich will eben, wenn die Tests durchlaufen, der erste, der fehlt, soll er abbrechen und so weiter. Also es gibt verschiedene Optionen, wie verbose die Ausgabe sein soll, solche Dinge, die man üblicherweise kennt.
sowas. Und es gibt auch die Möglichkeit, sogenannte, einen sogenannten Reporter auszusuchen, der quasi die Ausgabe formatiert. Standardmäßig ist das der Konsole-Reporter, der halt einfach eine hübsche Ausgabe auf der Konsole macht, schön bunt und sagt, hier, das ist grün, das ist rot. Man kann da aber auch zum Beispiel eine XML-Ausgabe definieren, die man dann für irgendwelche, wenn man in seiner Bildumgebung irgendwelche oder CI-Umgebung irgendwelche Magie hat, dass es auswerten kann, kann man auch mit sowas arbeiten. Gut, Testcase haben wir schon gesehen. Wie organisiert man jetzt seine Tests? Wie gesagt, ich habe hier erstmal den, das ist ein bisschen abge... Ja, ich gucke mal gerade. Sehen wir alles? So, jetzt haben wir alles drauf, dann machen wir das mal so. So, also ich habe dieses Testcase-Makro, ich lege irgendeinen Namen fest. Und ich kann jetzt zusätzlich zu dem Namen noch einen zweiten String angeben, wenn ich möchte, und dort jeweils in eckigen Klammern sogenannte Tags angeben. Das kann irgendwas Beliebiges sein. Man kann zum Beispiel sagen, wenn ich irgendwie mehrere Mathe-Tests habe, dann fasse ich die alle, gebe ich den Mathe-Tag. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, dass ich manche Tests als fast und manche als slow kennzeichne, sodass ich dann sagen kann, okay, ich will nur die fast-Tests laufen lassen und die slows mache ich irgendwie nicht jeden Tag, sondern nur dann in meinem CI-System oder irgend sowas. Ne? Das ist also auch wieder Freitext, den man da angeben kann für die Tags. In dem Test-Case kann ich jetzt geschachtelt Sektionen machen, die auch wieder einen beliebigen Namen haben können und einen eigenen Scope aufmachen. Und das kann ich schachteln. Das kann ich beliebig schachteln. Ich kann weitere Sektionen machen. Das heißt, ich kann mir selber überlegen, wie ich das aufbauen möchte. Möchte ich alles direkt in den Testcase machen? Möchte ich irgendwelche Untersektionen aufmachen? Der Vorteil, dadurch, dass das echte Scopes sind, ist die Initialisierung von Variablen und sowas ist sehr, sehr natürlich. In dem Fall habe ich jetzt hier einen Testcase, habe hier irgendeine Foo-Klasse, da lade ich irgendwelche Daten rein, checke jetzt, da ist ein Require verloren gegangen, hier sollte ein Require vorne dran sein, wie hier unten. Dann habe ich da also dieses getBar, gib mir Bar zurück und in meiner Sektion setze ich irgendwas um, gucke, ob diese Umsetzung funktioniert hat und kann jetzt hier unten weitere Sektionen aufbauen und was ich im Endeffekt mache ist, also was Catch für mich macht ist, es baut die Sachen mir so zusammen, dass jede Sektion sozusagen einzeln für sich genommen wird und der Test läuft immer von vorne durch. Beim ersten Mal läuft er hier durch, nimmt diese Sektion mit. Beim zweiten Mal macht er diesen Teil, lässt diese Sektion aus und nimmt die nächste Sektion. Das heißt, ich habe die Initialisierung, hier habe ich immer, oder ich kann auch ganz am Ende nochmal irgendwas machen oder so. Ich kann also sehr einfach verschiedene Varianten machen. Anders als bei anderen Test-Frameworks, wo ich typischerweise irgendeine Setup-Funktion aufrufen muss, die mir irgendwas zusammenbaut und danach in die einzelnen Tests reingeht, kann ich hier ganz einfach, wie ich es sozusagen in C++ gewohnt bin, mit diesen Scopes arbeiten. Und er macht eigentlich immer das, er macht das Richtige durch irgendeine magische Magie. Wie gesagt, also er fängt wirklich von oben nochmal an, das nochmal durchlaufen zu lassen für jede Sektion oder wenn es mehrere Untersektionen sind, dann gibt es halt so einen entsprechenden Tree. Und das heißt, was also in einer Sektion ist, kann niemals das, was in einer anderen Sektion ist, beeinflussen. Ja? Und das ist zum Beispiel ein Feature, was ich am Anfang gar nicht so richtig verstanden habe, ja, was ich auch von anderen, weil ich es eben von anderen Unit-Test-Framework nicht kannte und gar nicht so benutzt habe, wie man es vielleicht, also wie man es natürlich benutzt bei Catch. Aber das bleibt natürlich auch jedem selber überlassen, wie er das gerne machen möchte. Gut, jetzt haben die Requires schon ein paar Mal gesehen. Nehmen wir da mal ein, also diese Assertion-Makros. Das wesentliche Makro, was man eigentlich fast immer verwendet, ist dieses Require. Ich sage einfach Require und schreibe eine Bedingung da rein, die mir also letztlich ein Bool zurückgibt. Also hier sowas...
Ich habe hier den Integer i, den setze ich auf 7 und dann gucke ich halt irgendwie später, ist er 7. Ja, gut, also sehr, sehr einfach. Was man hier sieht, ist, hier steht einfach eine ganz normale, ganz normal aussehende C++-boolsche Ausdruck da drin. Und nicht wie die meisten Frameworks, die irgendwie sowas haben. Die haben irgendwie so ein Makro, irgendwie hier require equal oder irgend sowas und haben zwei Parameter und vergleichen dann diese beiden Parameter miteinander. Und man muss immer wissen, ist jetzt der erste Parameter das, wie es sein soll, und der zweite ist, das ist mein Test, oder welches ist es andersrum? Und so macht es explizit Catch eben nicht, sondern ich gebe nur eine Bedingung an. Das funktioniert deswegen, weil der eine ganz üble Magie irgendwie mit Expression Templates wahrscheinlich irgendwie oder irgendwas macht, dass er dieses Ding auseinander sortiert und er weiß hinterher, was diese Werte hier sind. Ja, also es ist nicht so, dass er einfach dann einen ganz normalen Ausdruck einfach evaluiert, sondern er nimmt das intern irgendwo auseinander und weiß dann, was links und rechts vom Gleichheitszeichen steht. Ja, und wenn man das so laufen lässt, dann kriegt man diese Ausgabe per Default. Also hübsch mal grün gesagt, okay, all tests passed, mit dem Standard Konsole Reporter. Machen wir einen nächsten Test. Wir tun da irgendwie das irgendwie inkrementieren, das i, und dann muss es halt größer als 7 sein, haben wir uns gedacht, und lassen es mal laufen, und dann passiert natürlich dieses hier. Das ist der Fehler. I++ ist natürlich nicht größer als 7, weil ich plus i hätte schreiben müssen. Und man sieht aber, er erkennt hier, ist dieses Größerzeichen, erkennt, links davon ist ein Wert, rechts davon ist ein Wert, und kann die entsprechend ausgeben. Ja. Und hier halt alles schön rot entsprechend, dass da was gefehlt ist. Genau, also ich muss andersrum machen, ich muss das plus davor schreiben, Präinkrement machen, und dann läuft der Test auch durch. Diese Geschichte, dass er diese Werte ausgeben kann, diese 7 in dem Fall ausgeben konnte, das kann er nur dann, wenn es einen Standard-OStream-Funktion gibt, also so ein Insertion-Operator, dass er diesen Wert ausgeben kann. Wenn ich also nicht mit normalen Standardtypen bei C++ arbeite, sondern meinen eigen definiere, also hier jetzt mal foo definiere irgendwo, dann brauche ich diesen Operator, muss ich den entsprechend overloaded haben, und dann kann Catch die Sachen ausgeben. Das ist eine Sache, die mir am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten als gemacht hat, weil gerade wenn man dabei ist, irgendwie das zu schreiben, irgendwie eine neue Klasse, und man probiert irgendwas aus, das ist nicht unbedingt das Erste, was man macht, dass man diesen Operator überschreibt, und dann kriegt man im Catch also ganz furchtbare Fehlermeldungen, wenn er versucht, die Sachen auszugeben. Also was man dann natürlich kriegt, ist eine riesenlange Liste von, der Overload passt nicht auf folgende 50 Typen aus der Standard-Library. Ist so ein bisschen nervig. Wenn man aus irgendeinem Grunde den Operator nicht überschreiben möchte, nicht overloaden möchte für seine Klasse, wenn man das nicht braucht, gibt es auch eine Möglichkeit, für Catch ganz Catch-spezifische Ausgabefunktionen zu definieren, die nur Catch benutzt sozusagen für diese Fälle. Man muss es also nicht allgemein machen, wenn aus irgendeinem Grunde das keinen Sinn macht für seine sonstige Software, dass man einen Ausgabeoperator für diese eigene Klasse hat. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch solche Fälle. Ne, man schreibt da irgendwie, ich habe jetzt irgendwie dieses foo und guck halt, ob das hier mit dem 1,2 übereinstimmt, wenn es jetzt ein Pair ist oder sonst irgendwas. Und das geht halt schief. Ja, das geht einfach deswegen schief, weil es ein Makro ist, und das Require-Makro, das findet dann, ne, der Makro-Präprozessor findet dieses Komma und denkt, es ist ein Makro mit zwei Parametern, und das ist es halt nicht. Und das ist aber eine Beschränkung vom C-Präprozessor, da kann Catch sozusagen nichts dafür. Kriegt dann halt so einen Fehler. In so einem Fall muss man gucken, dass man eben den Vergleich oder irgendein Teil davon, tut es in eine Variable rein, die man rauszieht oder was auch immer, um diesen Fehler zu umgehen. Das ist halt einfach ein typischer Fehler, den man immer wieder hat durch die Makro-Appellation. Ein anderes Problem, wo diese Magie irgendwo fehlschlägt, wenn ich also hier irgendeine Klasse habe, B,
die einen Konvertierungsoperator nach Bool hat, dann kann ich die ja eigentlich in einem Bool-Kontext verwenden. Ja, müsste eigentlich funktionieren. Aber wenn ich dieses hier mache, so, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Also irgendwas macht Catch an der Stelle, dass es nicht ganz sauber funktioniert. Die Methode ist nicht const hier. Ja, aber warum müsste sie const sein jetzt in diesem Zusammenhang? Also es ist nicht sofort ersichtlich. Ja, klar, man könnte sie natürlich const machen, aber sie muss ja nicht unbedingt const sein. Also richtig, müssen wir mal ausprobieren, wenn ich die const mache, ob es funktioniert. Aber grundsätzlich ist es jetzt erstmal diesem Ding nicht anzusehen, warum sowas const sein muss. Genau. Aber das sind so diese Dinge, wo man halt plötzlich merkt, okay, da ist halt ein Makro, das versteckt irgendwelche Dinge und man weiß nicht, was dahinter ist unbedingt. Und es passieren manchmal merkwürdige Dinge. Ich meine, dieses kann ich so ganz einfach lösen, ja. So erzwinge ich halt, der alte Trick, wie ich erzwinge, dass irgendwas zu einem Bool wird. Aber okay, ja, muss man halt sehen, in jedem Fall, was damit ist. Aber das ist sozusagen meine Erfahrung mit Catch, dass man immer mal wieder an solche Stellen stößt, wo plötzlich was Merkwürdiges passiert. In den allermeisten Fällen funktioniert dieses Require ganz, ganz einfach. Man schreibt es einfach hin und denkt nicht groß drüber nach. Und nur wenn man irgendwie sehr merkwürdige Klassen irgendwie hat oder sowas, die komische Dinge tun, dann steigt das halt manchmal aus. Und wenn man sowas, also ich habe jetzt gerade beim Vorbereiten des Vortrags zum Beispiel in meinem Code irgendwo dieses hier gefunden, also da gab es offensichtlich das Problem, dass das hier, das wäre das Logische, irgendwie nicht funktioniert hat und ich dann so etwas Furchtbares schreiben musste. Aber ich habe es probiert, die neue Version von Catch macht es. Also es ist offenbar eine alte Version, die da irgendwas noch nicht richtig hatte oder sowas. Also das funktioniert hier. Normal diese Dinge. So, nicht alles ist natürlich ein einfacher Vergleich, ob irgendwie Ja oder Nein rauskommt, True oder False rauskommt. Was man auch machen kann, ist, man kann feststellen, ob irgendwas eine Exception wirft. Dafür gibt es dieses Require Throws. Also ich habe irgendeine Funktion, die auf jeden Fall throwen muss. Dann tue ich die in dieses Require Throws Makro rein. Ich habe hier diese geschweiften Klammern, die wieder einen echten Scope mir bauen. Ich glaube, ich brauche die geschweiften Klammern nicht. Wenn ich nur eine Funktion aufrufe, geht es, glaube ich, auch ohne. Aber ich mache die standardmäßig einfach immer rein und dann passt es. Genau, und dann habe ich halt einen Fehler, wenn das Ding eben keinen, also der Test failed, wenn es keine Exception throwt. Ich kann auch sagen, welche Exception es genau throwen soll, einfach als zweiten Parameter in dem Makro mit angeben. Es gibt noch ein paar mehr Makros, das ist jetzt mal die wesentliche Liste, also es gibt Require False ist, macht das, was man erwartet, also das Gegenteil davon, das Ding muss halt False sein statt True, Throws und Throws-S habe ich gesagt und No-Throw gibt es noch, damit kann man sagen, dieser Code darf nicht throwen, aber es ist egal, was er zurückgibt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jemals verwendet habe, aber das Throws oder Throws-S und das Require, die braucht man dann eigentlich fast immer. Das ist eigentlich das, was fast immer es macht. Es gibt zusätzlich zu den Require-Makros die gleiche Liste nochmal mit dem Check statt Require. Das heißt quasi, mach genau das Gleiche, aber wenn es schief läuft, dann lauf trotzdem weiter. Damit kann man einfach sagen, hier, ich möchte den Test nicht abbrechen, sondern ich möchte weiter Tests laufen lassen. Ich brauche das eigentlich nicht, aber das ist eine Frage, glaube ich, auch des Stils, wie man seine Tests gerne schreiben möchte. Also wenn man eben Tests hat, die nicht gleich komplett failen sollen, nur weil eine Sache nicht funktioniert, dann kann man das damit machen. Ausgegeben werden sie trotzdem als Fehler, genau. Ja, aber der Test läuft halt weiter. Normalerweise ist so, der Test bricht ab und dann wird der nächste Test laufen lassen. Also er läuft alle Tests durch, aber jeder Test-Case sozusagen für sich in dem Moment, wo der Require fehlschlägt, bricht dieser Test-Case ab, auch wenn da mehrere Sections drin sind und so weiter, ist dann halt Ende an der Stelle. So, ja. Die folgenden Test-Case werden laufen dann trotzdem. Genau. Ja, also wenn irgendwas im Test-Case fehlt, dann ist dieser ganze Test-Case irgendwo, ja, ist nicht mehr klar, ob der überhaupt laufen kann, ja, und dann bricht er den ab. Ja, dann gibt es natürlich noch diese Geschichte, was ist denn mit den Flaunting Points Sachen? Ne? Wenn der Require immer schön hier diese Gleichheitsvergleiche macht, das ist ja jetzt was wir alle mal gelernt haben, was man nicht machen sollte, man sollte keine Floating Points mit auf Gleichheit vergleichen.
Dafür gibt es nochmal so eine Extra-Magie, und zwar kann man da dieses Aprox-Makro benutzen oder Funktion oder was, die halt magisch auch wieder irgendwo eine Ähnlichkeitsüberprüfung machen, guckt, ob sie ungefähr, ungefähr gleich sind. Das nimmt halt irgendein Epsilon an, was sehr klein ist, irgendwie, um diesen Vergleich zu machen. Wenn ich selber eins festlegen will, kann ich es dazu schreiben. Ist jetzt, kann man sich drüber streiten, ob das eine hübsche Syntax ist und so, aber so ist, wie Catch das macht. Also der Fall ist vorgesehen. Wenn man gerne Behavior-Driven Development machen möchte, das ist ja einfach, letztlich ist es auch Unit-Tests, aber es ist halt ein bisschen andere Art und Weise, wie man redet. Und die Behavior-Driven Development-Leute, die sagen halt, dass statt dass sie einen Test-Case haben, haben sie ein Szenario, und statt dass sie irgendwelche Sections haben, sagen sie halt, given diese Daten, wenn ich dann das mache, dann muss das bei rauskommen, und teilen das so auf. Und das unterstützt Catch auch, indem es die Makros, die es hat, denen quasi nochmal ein Alias gibt. Also das Szenario ist eigentlich nichts anderes als ein Testcase, und die anderen Sachen sind nichts anderes als Sections. Sie schreiben noch in der Ausgabe noch einen String davor. Das heißt, wenn man das laufen lässt, kriegt man eine Ausgabe, die einem sehr schön sagt, eben, wenn man seine Texte entsprechend, also seine Testnamen und Sectionnamen entsprechend macht, ne, given that das und das ist der Fall, und wenn ich dann das mache, dann soll bitte das rauskommen, und es gibt dann einen hübschen Text, der eine hübsche Geschichte sozusagen, genau. Und wenn einem das liegt, kann man das also machen, ist sozusagen dem Catch egal, letztlich darunter ist das Gleiche. Nachteile. Ja, ein Problem, was man natürlich hat, wenn man eine Header-Datei hat, sind die Compile-Zeilen. Ja, das Ding ist eine große Header-Datei. Ich habe es vorhin schon mal vor dem Vortrag kurz erwähnt. Das sind also viele tausend Zeilen Code. Im Originalrepository sind es lauter einzelne Dateien, aber die werden dann zu einer großen Datei zusammengepackt, die man eben bei sich einbindet. Und das Ding muss natürlich jedes Mal kompiliert werden und muss es in jede seiner Compilation Units einbinden. Ich muss jetzt sagen, für mich hat das jetzt noch nie so die Rolle gespielt, dass das irgendwie das große Problem ist. Mein sonstiger Code hat auch Schwierigkeiten mit der Compile-Zeiten. Also ich habe da eher bei anderen Sachen das Problem, und heutzutage bei Template-Heavy-Code und sowas, was man sonst so alles hat, gibt es ganz andere Probleme. Was von dem Autor von Catch empfohlen wird in der Anleitung ist, dass man zumindest die eine Datei, dieses Config Main enthält, also die das Main kompiliert, dass man die getrennt von allem anderen benutzt, dann muss nämlich der Teil nicht mehr neu kompiliert werden, wenn man seine Tests ändert. Das heißt, man hat die Tests in verschiedenen CPP-Dateien irgendwie und hat eine, wo nur gesagt wird, hier mach mir da dein Main draus, und das der ein sehr großer Batzen von dem ist halt die ganze Logik für das Main-Programm, und die erspart man sich dann jedes Mal zu kompilieren. Es gibt keine Unterstützung für irgendwelche Mock-Klassen oder Stubs oder was auch immer. Die Frage, ob das ein Nachteil ist, ist halt einfach was Catch nicht macht und nicht machen will. Bei manchen Frameworks ist das ja eingebaut, bei anderen muss man sich halt irgendwas selber basteln oder irgendwas anderes dazu nehmen oder sowas. Ja, muss auch wieder jeder selber wissen, ob das jetzt für ihn ein Problem ist oder nicht. Ich bin da bisher ganz gut ohne ausgekommen und habe mir das halt selber gebastelt. Gerade in C++ würde ich sagen, so eine Mock-Klasse oder sowas, doch entweder irgendwie eine gigantische Magie erfordert, dass das Ding irgendwie automatisch gebaut wird, oder sehr, sehr viel Handarbeit, und die Frage dann ist, ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt aber auch noch keine C++ Mock Frameworks oder sowas ausprobiert. Ich weiß nicht, vielleicht hat da jemand von euch Erfahrung mit, was man da besser machen kann. Ich habe das Problem gehabt mit dem Ding, dass sich das aufhängt, wenn ich mit Threads arbeite in irgendeiner bestimmten Konstellation, blieb dann halt alles stehen plötzlich in meinen Tests. Und ich hab dann irgendwas gefunden, wenn ich an der richtigen Stelle irgendwas auskommentiere in dem Catch-HPP, dann hat es halt funktioniert für mich.
So hatte ich meinen Workaround. Das ist jetzt in der Master-Version im Moment auf GitHub ist es gefixt. Damit funktioniert es. Aber es ist wirklich nur, wenn ich Threads benutze und dann auch nicht immer, sondern irgendeine bestimmte Konstellation, wo er sich da irgendwie verschluckt. Würde ich jetzt also auch kein riesengroßes Problem sehen. Ich benutze CMake für meine Projekte typischerweise, nicht für alles, aber für vieles. Und CMake kommt ja mit seinem eigenen Test-Framework, Testmaschinerie mit diesem C-Test mit. Und das ist halt überhaupt nicht integriert mit dem Catch in irgendeiner Form. Das Catch erzeugt ein Binary, was all diese Funktionen hat, dass ich ihm sagen kann, lass nur bestimmte Tests laufen oder mach mir eine Verbose-Ausgabe oder was auch immer. Und dieses C-Test-Programm hat natürlich all diese Funktionen nochmal. Und man muss sich jetzt überlegen, wie man seine Tests aufbaut. Sind das sozusagen Tests, die Catch kennt? Oder sind es Tests, die C-Test kennt? Und wie man damit umgeht. Bei mir muss ich sagen, ist das so ein bisschen so ein Durcheinander. Ja? Also ich habe es dann letztlich, also bei mir hat jede Datei sozusagen erstmal, hat unter Umständen mehrere Catch-Tests drin und dann habe ich eben nochmal die zweite Ebene mit dem C-Test. Solange jeder, also wenn ich die, was ich nicht machen kann, sagen wir mal so rum, ne, ich kann dem C-Test nicht sagen, starte nur diesen einen dir bekannten Test und da nur den Untertest sozusagen, der im Catch drin ist. Das geht natürlich mit dem C-Test so nicht. Ne. Das heißt, wenn ich das machen will, muss ich mich entweder komplett dafür entscheiden, entweder alles im C-Test zu haben oder alles im Catch zu haben. Häufig ist es aber nicht so tragisch. Also ich habe üblicherweise einen Test mit mehreren Sektionen dann oder zwei oder drei Tests in einer CPP-Datei, die dann C-Test kennt und die ja als ein komplettes Ding baut. Und naja, gut, dann werden halt die drei Tests nacheinander aufgerufen. Und im schlimmsten Fall, wenn ich irgendwie die buggen muss oder sowas, dann kann ich auch mal ein Stück auskommentieren kurz oder sowas. Ja. Also optimal ist es nicht, das wäre sicher schöner, wenn man das integriert. Es gibt da Leute, die da was versucht haben zu bauen was also quasi, wo CMake dann guckt, welche Tests sind denn überhaupt da und magisch eben alle Tests, die es findet, irgendwie bei sich integriert. Kam mir dann aber doch ein bisschen zu heftig vor und also wie gut das dann in der Praxis wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber denkbar wäre es natürlich, man kann den C-Test ja man kann den Catch-Programm aufrufen, sagen, gib mir mal eine Liste von allen Tests, die du hast und das dann irgendwie in das Mac, aber dann hat man so ein Henne-Ei-Problem, weil ich muss ja erst kompilieren, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Aber wäre schön, wenn CMake das irgendwie magisch irgendwie selber integrieren könnte, wenn er einbauen könnte. Ich habe gesehen, da gab es auch eine Diskussion auf irgendeiner Mailingliste oder irgendeinem Ticket oder sowas, bei CMake sowas mal zu machen, aber CMake macht es für andere Unit-Test-Frameworks auch nicht. Also das ist jetzt kein besonderer Fall bei Catch. Eine Option wäre da vielleicht, das ganze C-Test ist ja auf C-Make-Ebene auch noch so eine Art extra Plugin. Wenn das Catch-Test selber, dann ist mir gesagt, Catch-Test oder ähnliches, und dann sagt es, ich habe intern die und die Test, und dann sagt es, den Flex nach außen weitergeben könnte. Ja, also. C-Make-Plugin für das Catch. Genau, C-Make-Plugin für das Catch. Wie gesagt, da gibt es was ein bisschen was macht. Jemand anders hatte vorgeschlagen, was das C-Test ja macht. Also wenn man das CMake laufen lässt, erzeugt es eine CMake-Batch-Datei sozusagen, die vom C-Test dann ausgeführt wird. Und da könnte es natürlich was erzeugen, was dann das Catch irgendwie einbindet. Genau. Ja? Also denkbar wäre das alles, aber ich fürchte, da muss man sehr genau wissen, wie dieses CMake alles irgendwie intern funktioniert und so, dass es auch seamless nachher zusammenpasst. Also auf der Ebene wird es nämlich schwierig, weil ja dann das T-Test auch nur das Inhalt der CMake angeboten. Das heißt, da müsste man diese Anwendung dann nochmal patchen. Das ist dann in meiner Augen ein bisschen blöd, dass man auf der Ebene rangeht, weil man das ganz anders ändern muss als der Catch selber. Andere Option wäre ja eher,
anderen Teil mitgeben, das wäre auch eine Option. Man muss ja auch nicht das Catch-Main-Programm benutzen. Man kann ja auch ein eigenes schreiben. Genau, ne? Also ja, da gibt es verschiedene Optionen. Was jetzt die beste ist, kriegst du ja nur raus, wenn du es wirklich durchprobierst und es mal baust. Und ja, also vielleicht macht es ja irgendjemand mal, aber ich kann damit leben, sage ich jetzt mal. Jetzt noch ein paar vermischte Sachen. Das Catch funktioniert auch mit dem alten C++, benutzt aber C++ 11, wenn man es hat, also hat dann so ein paar, benutzt ein paar extra Feature, dass es irgendwelche Sachen neu except baut oder was auch immer. Aber es geht halt auch mit alten C++, wenn man das braucht. Es gibt Makros für Logging. Man kann also sagen, hier einfach was in deiner Ausgabe jetzt schreiben, irgendwie, wenn man sowas braucht für Debugging, wie auch immer. Oder um seine Tests zu sortieren oder zu kommentieren oder sowas kann man da machen. Habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, es gibt diverse Ausgabekonfigurationen. Man kann eben zum Beispiel einstellen, wenn ich jetzt auf der Konsole die Ausgabe mache, kann ich ihm sagen, wie breit meine Konsole ist. Standardmäßig nimmt er die halt mit 80 Zeichen an und wenn sie breiter ist, dann bleibt er andersrum. Und er hat da eine ganze Menge Zeug drin, wo man sich manchmal fragt, okay, ist das wirklich so wahnsinnig wichtig? Ich habe das eigentlich nie gebraucht, aber ja, es ist da. Und dann eben diese Reporter, auch das mal kurz erwähnen, der Standard-Reporter ist der Konsole-Reporter. Man hat aber auch diesen Kompakt, der glaube ich einfach nur eine kürzere Ausgabe macht, und XML und JUnit, also das JUnit gibt irgendwas aus, was in dem Format, was JUnit wohl versteht oder was andere Tools, andere irgendwie Continuous Integration Tools oder irgend sowas, die JUnit-Tests verstehen, irgendwie verarbeiten können, sodass man dann die Ergebnisse von dem Test in irgendein größeres ganzes Bildsystem, Testsystem, CI-System irgendwie einbauen kann, wenn man das will. Habe ich nicht gemacht, kann ich nichts zu sagen, wie gut oder schlecht es funktioniert. Ja, also zusammenfassend, sehr einfach zu installieren und zu bauen, weil man schmeißt einfach diese Catch-HPP-Datei da rein und dann geht es los. Man braucht keine speziellen Bildoptionen oder sonst irgendwas. Ich habe früher Boost-Unit-Test verwendet und es war immer ein Krampf, weil man irgendwelche speziellen Sachen irgendwie beim Bilden angeben musste und man musste irgendwelche drei verschiedene magische Makros in verschiedenen Dateien oder irgendwas. Also es war immer ein Krampf, das irgendwie richtig hinzukriegen. Und da ist Catch doch viel, viel einfacher. Es hat diese natürlichen, also für einen C++-Programmierer natürlichen Scopes, dass man halt einfach, da sind geschweifte Klammern, die machen einen Scope auf, ich kann damit arbeiten, so wie ich es gewohnt bin, ich sehe die Variablen so, wie ich gewohnt bin und so weiter, ich muss nicht irgendeine magische Setup-Funktion aufrufen, deren lokale Variablen ich dann nicht mehr sehe in meinen anderen Funktionen oder sowas. Die praktischen Makros, die in 99% der Fälle eigentlich einfach das machen, was ich haben will, dafür das erkaufe ich mir, dass ich in dem 1% der Fälle dann halt plötzlich mit einer Magie konfrontiert bin, die ich vielleicht ein bisschen abschreckend ist. Es ist insgesamt doch recht mächtig und flexibel, also es macht eine ganze Menge Sachen. Ich wüsste eigentlich nicht, was es jetzt außer Mocks und Stubs sozusagen nicht macht, was man so in dem Testbereich normalerweise braucht. Und es hat auch eine hervorragende Dokumentation, also es gibt auf GitHub entsprechend Seiten, es gibt ein Tutorial, es gibt lauter Seiten, die halt die einzelnen Makros erklären und wie man es in verschiedenen Bereichen einsetzt. Das ist also, ja, ist überhaupt kein Problem danach, das relativ schnell zu lernen, wie das alles funktioniert. Gut, das Ganze gibt es bei GitHub unter diesem Namen. Wenn man nach Catch sucht, ich würde nicht bei Google Catch eingeben, weil dann kommt man nicht sehr weit. Das ist auch einer der häufigsten Kritikpunkte an dem Programm, ist, dass es einen blöden Namen hat, den man nicht findet. Also lieber nach Phil Squared suchen, dann findet man es sofort. Und der hat auch schon mal überlegt, ob er es umbenennt, also vielleicht kommt das mal. Gut, also, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin durch und wenn es jetzt noch Fragen gibt oder Diskussionen zu Test-Frameworks oder mal eure Erfahrungen mit anderen Test-Frameworks und so, würde mich auch interessieren. Gibt es denn Jenkins-Integration für Catch? Jenkins-Integration für Catch?
Weiß ich nicht, aber ich nehme mal an, dass es entweder mit diesem JUnit-Output oder mit dem XML-Output, dass man das machen kann. Ja, würde ich jetzt mal davon ausgehen. JUnit ist ja, also im Java-Bereich ist das ja das, was alle benutzen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass jedes CI-System irgendwie damit irgendwo zurechtkommt oder die allermeisten. Fixtures, ja. Es gibt irgendwas da mit Fixtures, was ich ehrlich gesagt nicht ganz kapiert habe, was mir das genau bringen soll. Also, ja, müssten wir jetzt nochmal genau reingucken. Es gibt was. Mir ist nur nicht klar, was mir das mehr bringt, als wenn ich jetzt einfach selber mir eine Klasse definiere oder eine Funktion, die irgendwelche Daten mir lädt oder sowas. Was mir das da weiterbringt. Dieses mit den Fixtures, ich kenne das mehr so aus dem also im Rails-Umfeld jetzt zum Beispiel, wo man halt in den Fixtures festlegen kann, was für Daten in der Datenbank drin sind. Ne? Da macht es sehr viel Sinn irgendwo, ne? Weil ich einfach nur eine Tabelle anlegen kann oder sowas, sagen kann, hier diese Daten will ich jetzt in der Datenbank drin haben, dann kann ich darauf agieren und kann davon ausgehen, dass ich habe, aber das habe ich natürlich in dem Zusammenhang nicht, eine Datenbank. Weiß ich jetzt nicht. Hattest du bestimmte Anwendungen? Oder? Also manchmal haben wir halt auch Unit-Tests, wo ja ein größerer Datenbestand ist, den ich nicht wieder jedes Mal neu anlegen möchte pro Unit-Test oder also antippen möchte, sondern wo ich einfach sage, das Unit-Test-Framework hat die Möglichkeit, dann via for each oder so gleich rüber zu gehen und eine Funktion über dieses Dataset dann überlaufen zu lassen. Ja, also ich meine, da kannst du einfach das Dataset kannst du einmal reinladen in eine globale Variable oder wenn du diesen Testcase hast, dann lädst du es eben im Testcase oben rein, dann hast du die Sektionen darunter. Du kannst auch durchaus zum Beispiel eine For-Each-Schleife um eine Sektion drumherum machen. Das geht auch, das funktioniert. Ja. Das heißt, du lädst diese Daten halt einmal rein. Also ich meine, ich habe das auch so, dass ich dann halt irgendwelche globalen Variablen in meinem irgendwie statisch irgendwo außerhalb definiere und dann einfach an ein paar Stellen verwende oder so. Ja, gut, da muss man schauen, wie orientiert man sich, dann müsste man vielleicht einen Index oder so mitnehmen, dass man weiß, was jetzt hier vielleicht verursacht hat. Gibt es komplexere Routine oder so? Aber ja, okay. Ja. Also er sagt, wenn Fehler auftreten, er sagt dir in zwei Zeilen, das ist der Testcase, ne, das ist die Zeile, wo der Testcase steht und das ist die Zeile, wo das Require steht, was schiefgegangen ist. Ja. Das heißt, man kriegt eigentlich immer so ganz gut sofort raus, wo es ist. Klar, wenn ich eine Schleife drumherum machen würde, dann würde ich vielleicht diese Logging-Funktion benutzen zum Beispiel oder sowas, um mir das auszugeben, damit ich weiß, an welcher Stelle, bei welchem Schleifendurchlauf es schief geht oder so. Ja. Genau, das sieht man auf jeden Fall. Ja. Und wenn das irgendwo daraus reicht, ersichtlich ist, in welchem Schleifendurchlauf ich bin oder sowas, dann sieht man es auch daran. Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht was ich unbedingt empfehlen würde mit diesen Schleifen. Macht vielleicht, ja gut, wenn man über Fixtures läuft, macht es vielleicht schon Sinn. Ja. Oder wirklich mal exhaustive mit, man kann auch mal, also ich habe irgendwo eine Schleife, die nur von 0 bis 1 läuft. Ja. Habe ich an einer Stelle gemacht, dass ich halt einfach zwei Fälle damit abdecke. Ne? Wie ist da die Performance, wenn ich dann so eine Schleife um so einen Test drumherum mache? Ist das dann ewig oder ist es doch einigermaßen ewig? Nee, also ich habe keinerlei Probleme gesehen. Ich habe jetzt aber auch keine riesengroßen Schleifen gemacht, aber performancemäßig habe ich da jetzt keine Probleme gesehen. Aber die Tests, normalerweise sind das ja eh alles winzige Sachen, die eben sowieso schnell laufen sollten eigentlich. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es, also klar, wenn man jetzt eine größere Schleife hat, aber dann beim Kompilieren irgendwie oder mehr Probleme hat, und nee, dürfte eigentlich auch nicht sein. Ja. Also war jetzt für mich nie in dem Bereich, dass ich da irgendwo groß drüber nachgedacht hätte. Genau, kann ich einfach eine Vorschleife. Genau.
Nicht den Test Case, sondern diese Section, ja? Also, wo waren wir? Ne, wir haben die, waren weiter vorne, sorry. Ne, also ich könnte jetzt hier quasi, wenn ich hier eine Vorschleife reinbaue, die da unten zugeht, dann wird diese Section dafür jeweils ausgeführt. Ja. Man kann auf diese Art und Weise kann man sehr schöne, sehr impressive aussehende Testausgaben erzeugen, weil dann plötzlich da steht hier 10.000 Tests gut gelaufen, ja. Und das sieht natürlich dann so aus, als ob man echt viele Tests hatte. Ja, ist natürlich immer so die Frage, also eigentlich idealerweise ist Unit-Testcode kurz und offensichtlich und einfach. Ich weiß, das geht nicht immer, geht auch bei mir nicht immer, klar. Ich habe in einem Projekt habe ich sehr viel Code-Duplikation dadurch, dass ich die Tests einfach kopiert habe, weil sie mit verschiedenen Typen durchlaufen und solchen Sachen. Und da habe ich mir auch schon überlegt, setze ich da jetzt noch was irgendwie drüber, baue ich mir jetzt noch irgendwie Makros, die dann das Catch irgendwie, die Catch-Makros irgendwie aufrufen und jedes Mal ein bisschen anders und so. Es wäre mal interessant, das zu machen und zu gucken, wie gut es funktioniert, ob dann Catch irgendwann anfängt zu kotzen oder ob der damit zurechtkommt, ja, wenn man da sowas baut. Beziehungsweise, aber die Frage ist natürlich dann hinterher noch, traut man seinen Tests irgendwann noch oder nicht? Weil wenn ich sowas super Komplexes baue, wo ich nicht mehr einfach durch kurz anschauen sagen kann, okay, der Code ist korrekt, traue ich dann dem Ding, dass die Tests wirklich richtig durchlaufen. Ne? Aber klar, es gibt so Fälle, wo man doch wieder die Tests eigentlich automatisch erzeugt. Ja. Ist die Frage, ob dann ein Unit-Test-Framework überhaupt das Richtige ist, ja? Oder ob man nicht einfach sagt, naja gut, wir erzeugen halt letztlich irgendeine Ausgabe und vergleichen die mit, also ganz einfach, ne, schreiben die eine Datei rein, vergleichen die mit einer anderen Datei, wo die ja gewünschte Ausgabe drin ist oder sowas. Macht sowas dann vielleicht mehr Sinn oder wie auch immer, ne? Das kann natürlich sein. Genau, also da gibt es auf der Kommandozeile gibt es irgendeine Option, dass du sagen kannst, führe nur die Tests aus, die diesen Tag haben. Und dann, genau. Dann, ist das dann unter oder ohne Verknüpfung? Da frage ich mich was. Ja, also bin ich mir jetzt nicht sicher, wie genau das ist. Ich benutze es auch sehr selten, also vor allen Dingen dadurch, dass ich bei mir noch das C-Test drumherum habe eben. Rufe ich normalerweise die Sachen nicht auf, sondern wenn, dann rufe ich beim C-Test diese Funktion auf, die halt nur manche Tests laufen lässt. Aber ja, müsst ihr einfach mal in die Doku reinschauen, welche Optionen es da gibt. Also so wie ich den Rest vom Projekt kenne, ist das wahrscheinlich, gibt es jede Variante und vorwärts und rückwärts und alles, was man da brauchen kann. Okay.
Wie sehen denn sonst so eure Erfahrungen aus mit Unit-Test-Frameworks? Was benutzt ihr sonst? Seid ihr damit zufrieden? Sagt ihr jetzt alle, oh, das Sketch ist so toll nach dem Vortrag hier, das wollen wir jetzt alles benutzen? Oder da jemand Meinung zu? Ja. Es geht halt ganz schnell, dass da irgendwas auseinanderläuft. Und also wenn man Tests macht, dann müssen die auch regelmäßig laufen, sobald ich da irgendwas einchecke, muss es bloß laufen im Hintergrund, ohne dass ich mich da kümmere. Und wenn was schief geht, muss ich einen Meldung kriegen. Ansonsten gerät es einfach schnell in Vergessenheit. Ja, also die Disziplin hat man dann doch nicht immer, es selber zu machen, von Hand zu machen, und deswegen muss es irgendwo automatisiert laufen. Stimme ich zu. Also ich mache, wie erwähnt, viel Open-Source-Entwicklung, und bei mir laufen die Sachen dann halt einfach über GitHub, dann im Travis durch, beziehungsweise Upwayer, wenn es Sachen sind, die unter unter Windows auch laufen sollen. Da kann man kostenlos den Service kriegen, und die lassen das laufen. Gut, drauf gucken muss man immer noch, also man kriegt dann keine Meldung, und es ist jetzt auch nicht so, dass man nicht einchecken kann, wenn es nicht durchläuft oder sowas. Wenn man sowas haben will, muss man schon noch ein bisschen mehr aufsetzen und im Zweifelsfall einen eigenen CI-Server aufsetzen. Gerade in der größeren Umgebung natürlich, wenn ich jetzt viele Mitarbeiter habe, die an einem Projekt arbeiten und so, dann ist es sicher sinnvoll, das komplett zu automatisieren und gar nicht mehr durchzulassen, also auf jeden Fall nichts in den also nichts in den Hauptbranch irgendwie einchecken lassen, was nicht, wo die Tests nicht durchlaufen. Ne? Gut, offensichtlich keine Fragen, Kommentare mehr. Dann können wir jetzt ja mal einen Deckel zumachen. Dankeschön.